Moin moin zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Tagestrash. Wir haben heute drei große Themen auf dem Programm und dann noch so ein paar kleinere Updates. Die drei großen Themen sind zum einen der neue Beef von Kate Merlan. Wir haben ja letztens über ihren Streit mit Diogo und Flocke gesprochen, der ja schon ziemlicher Kindergarten war. Nun gibt es wieder einen Beef und zwar diesmal mit Jasmin Herren. Das zweite Thema, um das wir uns heute kümmern werden, sind mal wieder Valentina und Emmy. Die beiden werden ja eventuell wahrscheinlich bei Fame Fighting gegeneinander kämpfen. Das ging dann auch noch weiter. Und das dritte Thema ist Chiara und der hat Spaß auf seiner Decke. So, das dritte Thema sind Chiara und Lukas bei Prominent getrennt. Denn da ist ja noch nicht so ganz klar, was jetzt genau passiert ist, vor allem was es mit diesem Fremdgehen auf sich hat. Da hat sich der beste Freund von Lukas tatsächlich zu Wort gemeldet. Ja, und wie gesagt, am Ende gibt es da noch ein paar kleinere Updates. Falls du nichts mehr verpassen möchtest in der Zukunft, dann denk auf jeden Fall dran, ein Abo dazulassen und wir starten jetzt. So, und wir starten nun mit dem ersten Beef, der Beef zwischen Kate Merlan und Jasmin Herren. Ich sage euch gleich auch, was ich davon halte, nämlich nicht so viel. Ich finde das schon wieder ein bisschen Kindergarten und ich könnte mir auch ganz gut vorstellen tatsächlich, ohne Gewähr, dass das Ganze ein bisschen gefaked sein könnte. Vielleicht. Auf jeden Fall hat Kate in ihrer Story das Folgende geschrieben. Hey ihr Süßen, ich wurde vorhin von einer gewissen Jasmin Herren attackiert. Die Dame hatte nichts Besseres zu tun, als mich zu beleidigen und zu attackieren. Ich möchte mit so etwas Primitivem nichts zu tun haben. Gute Nacht. So, wo ist das passiert? Auf einer Veranstaltung, wo beide Frauen eingeladen waren. Kate hat dann auch noch diesen Screenshot aus einem Video in ihrer Story geteilt, wo man sie eben sieht, natürlich unverkennbar mit den blauen Haaren und mit diesem Champagnerglas, wo Jasmin Herren ihr eben den Champagner ins Gesicht oder keine Ahnung, auf jeden Fall ja auf die Haare schüttet. Und aus diesem Grund, sie schreibt dazu, kannst stolz auf dich sein. Und Kate hat dann noch erzählt, das zeige ich euch gleich, aber Kate hat dann noch erzählt, dass eben ihr Kumpel ein Video gemacht hat, weil die irgendwas machen wollten, keine Ahnung, und er hat dann in dem Moment hat er das gefilmt und genau dann ist es natürlich passiert. Ja, kann natürlich sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß es nicht, gerade bei bekannten Personen. Deswegen habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass das vielleicht ein kleines bisschen gestaged sein könnte. Denn wer macht denn abends auf so einer Veranstaltung ein Video? Und genau in dem Moment, wo du ein Video machst, kommt dann Jasmin Herren da reingestürmt und schüttet ihr den Champagner ins Gesicht. Ist schon ein sehr großer Zufall, muss nicht so sein. Aber bei Kate sind wir, glaube ich, langsam auch so ein bisschen dran gewöhnt, dass sie sehr oft auch zum Beispiel in privaten Situationen erwischt wird, wie damals mit Patrick Fabian oder ähnliches. Also ob das alles so bei Kate immer mit rechten Dingen zugeht, weiß ich nicht. Der hat richtig Spaß da. Ja, Kate hat dann in ihrer Story noch mündlich was dazu gesagt, das zeige ich euch gleich, aber hier noch kurz, was sie dazu geschrieben hat. Und zwar, sie hat damals, also Jasmin Herren hat damals so schlecht über mich geredet und das weiß sie auch. Hätte sie das damals nicht gemacht, wären wir heute noch Freunde. So, und was erzählt Kate über diesen Vorfall? Ich blende es euch jetzt ein. Ich liege im Bett, beziehungsweise wir liegen schon im Bett, wir gehen gleich schlafen und wie ihr seht, ich rieche auch nicht mehr nach Prosecco und ich bin auch nicht mehr klatschnass von Kopf bis Fuß. Oh Leute, was soll ich euch sagen? Ich muss diesen Abend auch erstmal verarbeiten, wirklich. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich war irgendwie vor Ort immer noch, ich war vor Ort so komplett so schockiert, dass ich jetzt gerade, wo ich im Bett liege, erstmal überhaupt realisiere, was da überhaupt passiert ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war da mit Kevin und jemand anderem, Kevin hat ein Video von mir und jemandem gemacht, es war eigentlich für euch gedacht, es sollte witzig werden. Und dann kommt diese Furie angetrampelt mit ihrem blöden Scheiß Prosecco. Und wisst ihr eigentlich, wie krass ich mich erschrocken habe? Ich habe mich so, so krass erschrocken. Ich habe in dem Moment, habe ich für richtig dachte, was ist denn jetzt los? Das war richtig schlimm für mich, weil ich ja sowieso ein extrem schreckhafter Mensch bin. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch zu Jasmin, zu dieser Furie auch ehrlich gesagt keine Worte mehr. Und das bestätigt mich auch nochmal, dieses Verhalten heute, warum ich mit ihr einfach nicht befreundet sein möchte. Sie soll es doch bitte einfach akzeptieren. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht mit ihr reden. Ich möchte nicht mit ihr befreundet sein. Ich möchte mit ihr keine Aussprache. Ich möchte es einfach nicht.
So, ich habe da keinen Bock drauf. Und da kann sie mir noch 10-mal irgendwelche Sachen ins Gesicht kippen oder irgendwelche Sachen über mich rum erzählen. Das macht es nur noch schlimmer. So, wir werden einfach keine Freunde mehr und ich möchte, dass sie das endlich einfach versteht. So, wir gehen jetzt schlafen. Jasmin Herren hat natürlich ebenfalls dazu was gesagt. Ich habe in ihrer Story geschaut. Sie hat dort ein Kurzinterview mit Blitzlichtgewitter gepostet, was Blitzlichtgewitter anscheinend direkt nach diesem Vorfall mit ihr geführt hat. Und dazu geschrieben, so viel dazu, Punkt. Also wollen wir uns mal anschauen, was sie darüber erzählt hat. Auf einmal höre ich nur einen kleinen Schrei und irgendwas knallen und ich höre, bam, ein Glas ist geflogen und auf einmal sehe ich dich und Kate, ja, das wie ihr beide nass wart. Hast du das nicht mitbekommen? Kate und ich waren mal Freundinnen. Sie war auch für mich in einer ganz wichtigen Zeit da und irgendwie hat sich das dann auseinandergelebt. Danach hat sie auf einmal den Kontakt abgebrochen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig bis heute warum. Ich habe heute versucht, mich mit ihr so ein bisschen auszusprechen. Ende vom Lied war, dass sie einen blöden Spruch gelassen hat, den ich jetzt auch wirklich nicht wiederholen werde. Ich werde ihn überhaupt niemals wiederholen. Es war was Privates, Schlimmes, was mich auch sehr verletzt hat und daraufhin bin ich reingegangen und habe ein Glas Sekt genommen und habe es ihr ins Gesicht geschüttet, weil ich finde, dass Kate Merlan das einfach mal verdient hat. Wer so viele Presseberichte gegen mich macht, ohne dass ich jemals ein Statement dazu nehme, immer wieder auf meine Knochen Presse macht, ja, weil man selber vielleicht nichts hat, dann ist das eben für mich auch irgendwann der Punkt, wo ich sage, so, jetzt sehe ich dich auf dem roten Teppich und jetzt hast du es auch mal verdient. Ich habe auch ein bisschen Sekt abbekommen, da bin ich schon ehrlich. Aber es ist nicht das Problem für mich, das bin ich von Mallorca gewohnt. Wenn da einer gut drauf ist und ein bisschen tanzt, dann hast du auch mal ein Bier über. Also ich glaube, mir macht das weniger was aus als ihr. Also für mich ist jetzt auf jeden Fall hiermit Schluss. Ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Wer mich so behandelt oder solche Sachen zu mir sagt, dass ich sie schon nicht mehr wiederholen will, dann ist das für mich einfach so der Punkt, wo ich sage, nee, also jetzt habe ich dann eben eine Feindin, beziehungsweise nicht mal das ist sie mir wert, bin ich ehrlich. Ja, was sagt ihr zu dieser ganzen Aktion? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, ich finde das ein bisschen Kindergarten oder ziemlich sehr Kindergarten, gerade von zwei erwachsenen Frauen, die ja auch nicht erst seit gestern erwachsen sind. Kate ist irgendwie Mitte 30 oder so, Jasmin Herren über 40. Also ob man sich da wirklich noch so verhalten muss, weiß ich nicht, aber es könnten auch einfach nur PR-Gründe gewesen sein. Kommen wir zu zwei weiteren Frauen, die ebenfalls Beef miteinander haben, aber dann ein bisschen jünger sind, noch nicht ganz so lange erwachsen. Vielleicht kann man da den Kindergarten noch eher durchgehen lassen. Denn der Kampf zwischen Valentina und Emmy scheint doch noch nicht so in trockenen Tüchern zu sein, wie ich es mir... Moment. Ja, auf jeden Fall ist der Kampf wohl doch noch nicht so in trockenen Tüchern. Ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die beiden ihre Verträge bereits unterschrieben haben, weil sie ja auch schon, oder zumindest weil Valentina schon die ganze Zeit trainiert. Und das würde sie doch wohl nicht machen, wenn der Kampf eigentlich noch gar nicht feststehen würde. Aber entweder veräppeln sie uns so ein bisschen oder das scheint doch noch nicht ganz so festzustehen. Auf jeden Fall hat Valentina jetzt mal wieder das Folgende gepostet über Emmy, Mrs. Doppelmoral. Jetzt habe ich mehr Reichweite als du und jetzt auf einmal ist es doch nicht mehr asozial zu boxen. Mal sehen, ob ich dir eine zweite Chance gebe oder ob es wer anders wird. Liebe Grüße, dein Fangirl. Und dann aber auch als Anzeige. Also das scheint eine bezahlte Kooperation zu sein mit Team The Ring Boxing Tyrant. Keine Ahnung, wer es ist. Wahrscheinlich ihr Trainer. Ich muss. So, weiter geht's. Emmy hat es sich natürlich nicht nehmen lassen und ist auf den Trash-Talk eingestiegen, hat Valentina wie folgt geantwortet. Da du, Val, ne, also Valle kennen wir ja, und dich ja fragst, wer von wem das Fangirl hier ist. Also ich habe keine 100 Stories von dir auf meinem Handy gespeichert, von vor über 2 Jahren, wie du von mir. Hahaha. Und bewundernswert, wie du alle meine Sendungen geguckt hast und auch abfilmst. Träumst du auch von mir? Du hast den Fanplatz auf jeden Fall dir erarbeitet und verdient. Bemitleidenswert, dass du dich anhand von gekauften Followern mit mir versuchst zu ranken. Meine sind wenigstens echt. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, wie viele Follower du hast. Du hast mich geblockt. Würde meine Community mir deine Fanstories nicht senden, würde ich nicht mal was von dir sehen. Und dann nochmal den Wahl-Emoji. Ja, was soll man dazu sagen? Ganz ehrlich, ich hoffe, dass dieser Kampf zustande kommt. Ich glaube ja immer noch, dass der schon mehr in trockenen Tüchern ist, als die beiden uns hier glauben lassen. Einfach weil Valentina schon Kooperation hat zum Boxen und schon die ganze Zeit am Trainieren ist und so. Deswegen glaube ich schon, dass das schon
recht safe Sache ist. Ja, und ich freue mich auch tatsächlich drauf. Also ist mir auch pups egal, wer da gewinnt. Ihr wisst ja, dass ich von beiden kein Fan bin. Aber ich glaube, amüsant wird das auf alle Fälle. Emmy hat dann auch noch geschrieben, wie sie jetzt auf einmal schiebt, nachdem ich zugesagt habe. Erst auf dicke Eier machen, große Namen in die Halle schreien und dann, wenn jemand zusagt, doch nochmal überlegen wollen. Schreibt sie, große Namen in die Halle schreien. So, boah, großer Name, Emmy Russ. Kommt uns vom letzten Jahr Famefighting schon bekannt vor. Auf einmal zu schieben, stimmt's, wer war das nochmal? Ja, irgendwie, ich finde das total witzig. Ich finde das genauso witzig wie diesen Beef letztens zwischen Jeanne und Alex. Als Jeanne da so einen Trash-Talk mit Alex gemacht hat und der auch mit eingestiegen ist mit diesem Löffel-Emoji und so. Also ich fand's total amüsant. Ich hoffe, dass sowohl Alex und Jeanne gegeneinander kämpfen, als auch Valentina und Emmy. Das Ganze ging dann immer noch so weiter. Ich werde jetzt hier nicht alles mit reinpacken, weil es wirklich sehr, sehr viel ist. Also die beiden liefern sich gerade wirklich einen Schlagabtausch. Jetzt im Moment geht es um das Gewicht. Emmy muss ein bisschen zunehmen, Valentina muss abnehmen, damit die beiden ungefähr in derselben Gewicht oder dass die beiden halt in derselben Gewichtsklasse sind. Und da sind sie sich jetzt auch noch nicht so ganz einig. Aber zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal drauf schauen, was der Veranstalter Eugen zu der ganzen Sache zu sagen hat. Ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Und zwar, erste Sache, Tickets. Die Leute fragen mich, wann, wo, wie, wann, warum Tickets. Nochmal, hier ist der Link, wo ihr euch voranmelden könnt, wo ihr sofort benachrichtigt werdet, wann die Tickets online gehen. Und die werden jetzt die Tage online gehen. Und dann seid ihr quasi die Ersten, die darauf zugreifen dürft. Deswegen meldet euch an und einfach abwarten. Alles wird gut und es wird klappen, weil mehrere schreiben mir, ja, ich krieg keine E-Mail und so. Alles wird gut, alles wird funktionieren. So, nochmal, meldet euch an und die Tickets kommen die Tage. So, zweite Sache. Das wird eher jetzt eine Erklärung. Es gibt Experten, die immer noch nicht den Unterschied zwischen Fame Fighting 1, Fame Fighting Challenger und Fame Fighting 2 verstanden haben. So, weil ich sehe das ja in den Kommentaren, wenn die schreiben, ja, das sind aber jetzt kleine Leute, die sind aber unspektakulär und oh, Fame Fighting 1 war ja besser. Freunde, Fame Fighting 1 war mega, gar keine Frage. Famefighting Challenger ist quasi die Vorrunde für Famefighting 2. Was heißt das? Leute, die nicht warten können bis November, weil November 24 wird Famefighting 2 kommen. Jetzt im Mai ist Challenger. Challenger ist Vorrunde. Nochmal, für Leute, die nicht warten können, erstens. Also Leute, die nicht warten können, das heißt, die sagen, ey, ich habe keine Lust bis November zu warten, ich will jetzt schon kämpfen. Und für Leute, die etwas kleiner sind, die vielleicht für November zu unspektakulär wären und die wir nicht mit aufgenommen hätten, haben ja hier die Möglichkeit, durch einen Sieg sich für November für Famefighting 2 zu qualifizieren. So, versteht ihr, das ist ja quasi die Qualifikation. Die Vorrunde, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so dass das auch wirklich der Letzte versteht. Wie gesagt, Famefighting 2 wird im November big, groß. So, Mai wird nicht weniger spektakulär, also das wird auch extrem krass. So, mit aber einem anderen Flair, mit einer anderen Location, mit einer anderen, ich sag mal, Aura. So, es wird krass, es wird gut. So, die letzte Sache hat natürlich gestern Wellen geschlagen. Emmy und Valentina. Ist lustig, wir feiern das, wir gucken gerne zu, wir lassen uns gerne unterhalten. Ja, anscheinend hat Emmy jetzt die Herausforderung von Valentina angenommen. Was daraus wird, wissen wir nicht. Ich und unser Team haben das auf dem Schirm. Ob das im November stattfinden wird oder nicht, wird man sehen. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber wir lassen uns gerne überraschen, ob man sich einig wird, ob man sich nicht einig wird.
wahrscheinlich wird, ob das nur heiße Luft ist oder ob das wirklich ernst gemeint ist, werden wir alles in Zukunft sehen. Aber solange wir noch keine Entscheidungen haben von irgendeiner Seite, lassen wir uns gerne weiterhin unterhalten. Und ja, der erste Schritt, sage ich mal, ist getan. Herausforderung ist angenommen und alles andere werden wir sehen. Kommen wir nun zum dritten großen Thema für den heutigen Tagestrash. Und zwar Chiara, Lukas und Lukas bester Freund. Wir haben ja in einem der letzten, oder war es im letzten oder im vorletzten Video, naja, haben wir auf jeden Fall über die Thematik Tim und Melina ein bisschen gesprochen. Darauf gehen wir aber noch näher ein, denn sowohl Tim als auch Melina haben eine Fragerunde gemacht und ziemlich interessante Fragen zur zweiten Folge beziehungsweise zu ihrer ganzen Beziehung und der Fremdgehsache und so weiter beantwortet. Dazu gibt es aber ein separates Video, weil das einfach super viel ist und ich glaube, das machen wir wahrscheinlich morgen. Also, ja, denkt dran, morgen Tim und Melina prominent getrennt. So, heute aber eben Chiara und Lukas. Und beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass ich von Tim total enttäuscht, also nicht enttäuscht bin, weil ich kenne ihn ja gar nicht, na, wie kann man da enttäuscht sein? Aber ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass der Publikumsliebling von damals, von Love Island, Tim fremdgehen würde. So, aber unter dem Video bekam ich dann einen Kommentar und zwar von der lieben Marina. Liebe Grüße gehen raus. Und sie hat geschrieben, bei Tim habe ich es mir so halb gedacht, als Melina so extrem sauer auf ihn war. Hatte aber Love Island nicht verfolgt. Vielleicht war ich deshalb nicht so verwundert. Ja, damals bei Love Island war er wirklich der absolute Publikumsliebling. Er hat es am Ende sogar irgendwie so einen Preis bekommen für den Sympathieträger oder sowas. Und ja, dafür hat es mich bei Lukas überrascht, als Chiara es erzählt hat, finde, er wirkt eigentlich auch immer wie ein guter und korrekter Typ. Ja, ganz genau, auf mich auch. Und von Lukas war ich tatsächlich noch ein bisschen überraschter, glaube ich, als von Tim. Aber ich glaube, oder beziehungsweise bei Tim ist die Sache ja schon in trockenen Tüchern. Er hat zugegeben, er hat offen erzählt, dass er ihm fremdgegangen ist. Und Melina hat auch gesagt, dass sie das erfahren hat, weil die beiden, also Tim und die andere Frau, gefilmt wurden. Aber bei Lukas wissen wir noch nicht so ganz, was da jetzt richtig abgelaufen ist und ob das wirklich jetzt ein Fremdgehen war oder eventuell auch Fake News oder sowas, weil wir bis jetzt nur gesehen haben, wie Chiara eben gesagt hat, Lukas weiß nicht, dass ich erfahren habe, dass er mir fremdgegangen ist und sie wird ihn hier halt damit konfrontieren. Aber es könnte eben auch noch sein, dass ja zum Beispiel sie irgendwelche Nachrichten von Frauen oder vielleicht sogar von anonymen Profilen bekommen hat, die gesagt haben, ey, der Lukas hatte was mit mir oder mit meiner Freundin oder was auch immer und dass sie das für bare Münze genommen hat und das eventuell nicht stimmt. Ne? Muss natürlich nicht so sein. Vielleicht ist das auch hier definitiv so, dass Lukas leider Gottes fremdgegangen ist. Aber in diesem Fall wissen wir es noch nicht so ganz. Was das auch noch mal so ein bisschen unterstreicht, sind die Kommentare von Lukas bestem Kumpel unter diesem Video hier auf der offiziellen prominent getrennt RTL-Seite auf Insta. Das hier ist einfach so ein Videoausschnitt aus der aktuellen Folge gewesen und darunter hat der beste Kollege von Lukas ein paar Kommentare verfasst. Hier geht es, sage ich schon mal vorab, hier geht es nicht um das Fremdgehen an sich, aber um ein paar andere Sachen, was die Trennung angeht und es wird hier der Eindruck erweckt, dass die Sache doch nicht so ganz klar ist. Also, dass es da eventuell doch verschiedene Wahrnehmungen gibt oder dass die Wahrheit eventuell doch irgendwo in der Mitte liegt zwischen Chiara und Lukas und deswegen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass eventuell diese Fremdgehsache noch nicht so ganz in trockenen Tüchern ist, dass das eventuell doch einfach ein Missverständnis war oder Fake News oder so, zumindest hoffe ich es aktuell noch, denn es wäre wirklich, wirklich schade, wenn sowohl Tim als auch Lukas sich auch als F-Boys rausstellen würden. So, und damit kommen wir eben zu den Kommentaren von Lukas bestem Kumpel. Da fällt mir ein, ich habe letztens einen Kommentar bekommen unter einem meiner Videos, wo jemand sich beschwert hat, dass ich so viel ablesen würde. Also, Leute, es ist folgendermaßen, wenn zum Beispiel solche Kommentare geschrieben werden oder wenn jemand eine Fragerunde macht, aber die Fragen nicht mündlich beantwortet, sondern schriftlich, bleibt mir nichts anderes übrig, als die vorzulesen. Ich werde mich nicht hinsetzen und diese Fragen auf, die Antworten auf Fragerunden oder hier solche Kommentare auswendig lernen, damit ich die wie an Weihnachten vor dem Weihnachtsmann auswendig aufsagen kann.
Das mache ich nicht. Alles, was ich so spontan dazu sage, was zum Beispiel meine Meinung ist oder Hintergrundinformation und so weiter und so fort, das trage ich alles frei vor. Das habe ich mir auch vorher meistens nicht zurechtgelegt, sondern das kommt ganz, ganz oft einfach so spontan, wie jetzt hier in diesem Falle. Aber was ich vorlese, da gucke ich auf den Bildschirm und das lese ich dann ab. Das werde ich auch in Zukunft nicht auswendig lernen. Das tut mir sehr, sehr leid. Und ab und zu, wenn ich halt überlege, dann gucke ich auch mal zur Seite, mal dahin oder mal dahin, was auch ganz normal ist, was man im normalen Gespräch ja auch macht, dass man nicht immer nur starr in die Kamera guckt und nur starr dem anderen gegenüber in die Augen. So, ne? Das nur als kurzer Hinweis, aber ich glaube, so 99% von euch werden auch nicht erwarten, dass ich das hier auswendig lerne. So, ich lese es jetzt vor. Kevin, der beste Kollege von Lukas, schreibt: Man sollte nicht alles einfach blind glauben, nur weil jemand im TV etwas überzeugt und laut erzählt. Lukas und ich haben circa 3 Wochen vor der Trennung alle paar Tage telefoniert, weil es ihm nicht gut ging in der Situation. Ich will gar keine privaten Details hier ausplaudern, aber das macht mich sauer, sowas. Lukas ist nicht einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Gut, da haben wir schon mal 2 unterschiedliche Auffassungen, ne? Oder 2 unterschiedliche Wahrheiten. Die haben die Tage / Woche vorher nur gestritten und Lukas hat einige Dinge angesprochen, wieso er das so nicht weiterführen kann. Und er hat ja auch vorher schon gesagt, dass es vielleicht besser ist, erstmal wieder nach Hamburg zu ziehen. Und kurz vorher hat er ihr auch gesagt, dass er überlegt, Schluss zu machen. Ja, das hört sich ja schon wieder ganz anders an, falls das stimmt, ne? Und das ist natürlich auch ohne Gewähr. Aus Lukas seiner Sicht kam nicht genug Einsicht bzw. Bereitschaft, was zu ändern, und dann hat er sich entschieden, seine Sachen zu packen und nach Hause zu fahren. Er wollte aber nicht in der Nacht fahren, weil er die Tage vorher eh schon viel unterwegs war und wenig geschlafen hat. Es war nichts heimlich oder plötzlich. So, jetzt muss ich mal eben runterscrollen. Kommen wir zum Thema Kinder. Ich war zwar nicht die ganze Zeit bei deren Gesprächen dabei, aber ich weiß zu 100%, dass Lukas aktuell und auch zu dem Zeitpunkt keinen Kinderwunsch hatte, sondern eher im Gegenteil. Ja, sein größter Wunsch war immer, ein Kind zu bekommen, und das hat er. Weil wir erinnern uns, ne, das war ja damals bei der Sharon-Staffel schon Thema, dass Lukas bereits ein Kind hat. Ich glaube, eine Tochter hat er. So, weiterhin schreibt der Kollege: Und in seinem ganzen Freundes- und Familienkreis weiß jeder, dass er aktuell kein weiteres Kind möchte. Da wirft sich für mich eher die Frage auf, hat Chiara ihn überhaupt gekannt und zugehört? Moment. So, rausgehustet. Also, ich glaube, es kann sein, dass auch hier wieder die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und dass es eventuell nicht so ganz klar war, was jetzt der Plan von den beiden war. Zum Beispiel, wenn Chiara sich Kinder wünscht, am besten in den nächsten 1-2 Jahren oder was auch immer, und Lukas darauf angesprochen hat und Lukas gesagt hat, ja, im Moment möchte ich nicht, ich habe ja schon eine Tochter, aber wir gucken mal. So, dann ist das für ihn vielleicht so, ja, ist jetzt erstmal eine Absage, dann reden wir in ein paar Jahren nochmal darüber. Und für Chiara ist das vielleicht, okay, das ist jetzt nicht ein konkretes Ja, aber vielleicht in den nächsten Monaten oder so. Dass da irgendwelche schwammigen Aussagen getroffen wurden, kann natürlich auch sein. Ne? Wie der Kollege auch geschrieben hat, er war nicht die ganze Zeit dabei. Vielleicht war das auch von Chiara ein bisschen Wunschdenken. Oder Lukas hat gesagt, ja, wir machen das schon, dauert nicht mehr so lange, um sie ein bisschen zu beschwichtigen, was ich jetzt auch überhaupt nicht gut reden will oder so. Aber bei solchen Sachen ist es ja ganz oft so, dass dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, ne, sondern auch was dazwischen. Weiterhin schreibt der Kollege von Lukas: Mein Tipp, guckt euch alle Folgen an und achtet mal darauf, wer sich wie dem anderen gegenüber verhält oder vielleicht auch anderen in den Rücken fällt, um selbst einen Vorteil daraus zu haben. Und Lukas hat ihm geantwortet mit: Ach Bro, küsse dein goldenes Herz. Kevin, der Kollege von Lukas, hat ihm dann auch nochmal geantwortet folgendermaßen: Ja, ich bin gerade richtig auf 180. Ja, du bist abgehauen, als sie gearbeitet hat. Aber wieso erzählt sie nicht, dass sie dich die Woche vorher ignoriert hat, Streit provoziert hat, dich mit ihrem Freund auf dem Parkplatz ignoriert hat, als du mit ihrem Hund Gassi gegangen bist, weil sie den ganzen Tag auf Arbeit war? Hört sich auch hier natürlich wieder ganz anders an, ne? Eventuell war es ja so, dass Chiara
einen Teil der Wahrheit weggelassen hat, zwar die Wahrheit erzählt hat, aber eben nicht die ganze Geschichte, ne? Dass es wirklich so war, dass Lukas dann irgendwann abgehauen ist, ohne jetzt konkret zu sagen, so, ich gehe jetzt, aber dass sie den Teil eben weggelassen hat, wo sie immer Streit angefangen hat oder Lukas ignoriert hat und das eventuell dazu geführt hat, dass Lukas sauer war und sich dachte, so, ich gehe jetzt einfach, ohne dass sie hier ist und dann kann die mal sehen oder so, ne? Ist natürlich auch nicht die feine Art, aber vielleicht ist es hier so, wie wir es ganz, ganz oft haben, dass es nicht den einen Schuldigen gibt, sondern dass beide eben eine Schuld tragen und beide sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben, dass beide am Ende sauer sind und aber den anderen als Schuldigen sehen. Naja, Kevin schreibt noch weiterhin, du hast das Gespräch gesucht und sie hat es kalt gelassen, obwohl es dir nicht gut ging und dann bist du der Böse. Lukas schreibt darauf einfach, ach, ist doch egal, soll jeder das machen, was er oder sie machen soll. Jeder geht seinen Weg und du weißt, ich werde immer meinen gehen. Ja, Leute, was haltet ihr von dieser Sache? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie aktuell euer Eindruck ist. Was habt ihr aktuell für eine Meinung? Oder wen findet ihr aktuell glaubwürdiger, Chiara oder Lukas? Ich denke, in den nächsten Folgen werden wir da noch einiges erfahren. Ob die ganze Wahrheit dann wirklich ans Licht kommt oder immer noch irgendwie Aussage gegen Aussage steht, werden wir dann sehen. Aber wir können ja ruhig ein bisschen rumspekulieren oder uns darüber austauschen, wie einfach so unser Eindruck ist. Zum Abschluss habe ich noch zwei kurze Updates für euch. Das eine Update betrifft Melody Hase. Die ist nämlich in einer neuen Beziehung und zwar mit niemand Geringerem als The Real Money Boy. So, den kennt man anscheinend, keine Ahnung, ist, weiß ich nicht. Also ich kannte den nicht. Ich habe schon mal von dem gehört, aber ich kannte ihn jetzt nicht so richtig. Hat anscheinend für viel Erstaunen gesorgt, dass Melody mit diesem Money Boy zusammen ist. Aber ja, auch hier wie immer herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Wen ich tatsächlich auch nicht kannte, bis ich meinen Trash-Account auf Insta gestartet habe, war Julian, der ehemalige Partner von dieser Bibi Beauty's Palace, weil ich früher halt gar nichts so mit Insta am Hut hatte und mit Influencern und YouTubern und sowas, keine Ahnung, kannte ich mich gar nicht mit aus und ich kannte halt nur die Leute aus dem Trash-TV und die habe ich dann eben auch dort verfolgt und thematisiert. Allerdings haben viele, weil es natürlich auch viele Seiten gibt, die einfach alle thematisieren, sowohl die Leute, die im Trash-TV sind, auch als, ich sag mal, andere Influencer. Und da haben viele von euch mir immer mal wieder News zugeschickt, auch als es dieses Drama gab zwischen der anderen Alina, die viel bekannter ist als ich, Alina Schulte im Irgendwashof, und Julian Ziedlow. Genau, da gab es ja ein riesengroßes Drama und ich kannte die alle nicht, ne? Aber das war halt schon amüsant, dann mitzuverfolgen. Und wen ich auch nicht kannte, waren Bibi und Julian. Als die beiden sich ja getrennt haben, gab es ja ein riesengroßes Drama und voll viele Leute waren super erstaunt darüber. Julian ist dann mit Tanja zusammengekommen. Die beiden haben sich mittlerweile auch getrennt. Und warum spreche ich jetzt über ihn? Weil normalerweise rede ich ja nicht über Influencer oder YouTuber, die nichts mit dem Trash-TV zu tun haben. Aber er wird wohl auch ins Trash-TV-Game einsteigen. Er wurde nämlich gefragt, stimmt es, dass du bei einem Trash-Format mitmachst? Und Julian sagt dazu, war tatsächlich im Gespräch und wir haben lange überlegt. Wir haben uns am Ende dagegen entschieden. Welches Format war das wohl? Wir haben jetzt April. Dschungel war im Januar. Ich könnte mir irgendwie Dschungel vorstellen, weil der ist anscheinend super, super bekannt und da muss das schon ein richtig fettes Format sein, ne? Dschungel oder Promi-BB oder so vielleicht. Weiterhin schreibt er, wir haben uns am Ende dagegen entschieden, aber ich werde sehr wahrscheinlich bald in einem anderen TV-Format mitmachen. Bin ehrlicherweise schon sehr aufgeregt. Was denkt ihr, was könnte das sein? Wie gesagt, Dschungel war gerade erst, deswegen, glaube ich jetzt nicht. Aber wenn, dann muss das irgendwas richtig Fettes sein und jetzt nichts so eine kleine Pizzle-Show, die vielleicht dann auch nur auf RTL Plus kommt oder sowas, sondern der kriegt bestimmt auch eine richtig fette Gage, wenn der irgendwas im Trash macht. Was denkt ihr? Und da wir im Trash-TV ja sehr, sehr oft über Narzissmus reden zum Beispiel und der ein oder andere als Narzisst bezeichnet wird, ohne dass ich jetzt darüber urteilen möchte, ob das wirklich so stimmt bei dem einen oder anderen Kandidaten oder nicht, wird auch diesem Julian wohl nachgesagt, dass er ein Narzisst sein soll. Jemand hat nämlich gefragt, kommst du gut mit dem Hate klar? Viele sagen, dass du ein Narzisst bist, ohne irgendwas zu. Die Frage wurde nicht zu Ende geschrieben.
Und dazu schreibt Julian, was heißt gut klarkommen? Es ist natürlich ein Schmerz, aber man darf auch nie vergessen, dass dort draußen Menschen sitzen, die mich nicht kennen, sich aber ein Urteil über mich erlauben. Na klar, das gehört dazu, aber so wirklich kann man sich nicht daran gewöhnen. Ich werde, wenn ich in Deutschland bin, wieder zum Psychologen gehen und möchte Dinge aufarbeiten, an mir selbst arbeiten und auch das Thema Narzissmus behandeln. Sollte ich wirklich narzisstische Züge haben, dann möchte ich natürlich daran arbeiten und niemanden damit verletzen. Und das hat mich echt erstaunt, beziehungsweise das fand ich echt krass im positiven Sinne, denn die meisten Leute sind ja nicht so, ne, dass die selber sich denken, boah, mit mir, also wenn die halt wirklich irgendwie narzisstische Züge haben oder so, dass die sich wirklich denken, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich möchte andere Menschen nicht schaden, deswegen begebe ich mich selber in Behandlung. Das ist hier ein positives Beispiel, finde ich. Weiterhin schreibt er, auch wenn mein Umfeld eine andere Wahrnehmung hat, möchte ich selbstkritisch an das Thema rangehen und möchte mich zu meiner besseren Version upgraden. Ja, hört sich gut an. Würde auch dem einen oder anderen Kandidaten oder Kandidatin im Trash tatsächlich ganz gut stehen, diese Einstellung. So, und das war's mal wieder für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Samstag. Wie gesagt, bleibt dran, denn als nächstes kommt, denke ich mal, das Video zu Tim und Melina. Was sagen die beiden zu Prominent getrennt und zu ihrer ehemaligen Beziehung? Ich glaube, das wird auch nochmal ganz interessant. Und wenn es euch gefallen hat, dann denkt bitte dran, ein Like dazu lassen. Das hilft mir sehr beim Algorithmus. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.